Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dieter Herrmann, dem Chefredakteur der deutschsprachigen Woche in Australien. Und wir wollen über das Thema Pakistan-Iran sprechen. Und Dieter Herrmann, Sie kennen die Gegend ja, Sie kennen Afghanistan. Das liegt ja zwischen diesen beiden Ländern. Was haben Sie denn zu diesem plötzlichen Konflikt zwischen Iran und Pakistan zu sagen? Also vor allen Dingen hatte ich erstmal eine ganz typische Bewegung mit meinem Kopf gemacht. Ich habe ihn nämlich geschüttelt, als ich davon erfahren habe. Verstehen tue ich das alles überhaupt nicht. Ich gehe aber mal einen kurzen Schritt zurück, Wolfgang, damit man so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Pakistan ist ein Land, das von der Fläche her nur halb so groß ist wie Iran, aber dreimal so viel Einwohner hat. Das heißt, es ist extrem dicht besiedelt, was der Iran ja nicht ist. Und was man unbedingt auch noch wissen muss, es gibt Atomwaffen in Pakistan. Ob die der pakistanischen Kontrolle unterliegen oder ob da irgendeine andere größere Macht dahinter steckt, wage ich nicht zu beurteilen. Aber die Waffen sind auf jeden Fall da. Und umso verwirrender und umso interessanter ist es natürlich, dass der Iran plötzlich Regionen in Pakistan beschießt. Ohne große Vorankündigung, sondern da hat es einfach geknallt. Zack, zack. Aber, und das hat mich auch gewundert, Pakistan hat gerade im Moment eine ziemlich wackelige Regierung, keinen wirklichen gewählten Premierminister, das ist nur einer, der temporär eingesetzt ist im Moment. Und die haben trotzdem aber, obwohl diese Regierung meistens sehr labil ist, haben die trotzdem sehr besonnen reagiert in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Sie haben nämlich zuerst mal nur ihren Botschafter aus Teheran zurückgezogen, aus dem Iran zurückgezogen. Und erst nach einem weiteren Tag und nach weiteren Austausch von diplomatischen Depeschen haben die Pakistaner sich dann entschlossen, zurückzuschießen, was sie auch getan haben und was auch einige, Gott sei Dank wenige Opfer gefordert hat. Ich glaube, es waren 12 Menschen, die dabei getötet worden sind. Aber die Frage ist natürlich, das hast du ja auch so gesagt, die Frage ist natürlich, warum das Ganze, worum geht's überhaupt? Es gibt, wie du schon sagtest, Afghanistan, was zwischen Iran und Pakistan liegt, aber eben nicht in voller Größe, in voller Länge zwischen den beiden Ländern. Denn im Süden von Pakistan und im Süden vom Iran stoßen diese beiden Staaten direkt aneinander. Und diese Region nennt sich, und das hört sich schon fast an wie bei Karl May, diese Region nennt sich Belutschistan. Und Belutschistan ist eine völlig unübersehbare, unkontrollierbare Region und ein wunderbares Gebiet für jede Art von Terroristen, für jede Art von Aktivisten, sich dort zu verstecken, ohne dass sie im Grunde genommen auffindbar sind. Ich erinnere mich an eine meiner Autofahrten zwischen Pakistan und dem Iran. Da war eine pakistanische Grenzkontrolle, relativ scharfe Grenzkontrolle, so wie das früher üblich war. Und dann sind wir 120 Kilometer durch Niemandsland gefahren, was überhaupt niemand kontrolliert da in Belutschistan. Und erst dann kam die Grenzkontrolle des Iran, wo wir dann offiziell in den Iran eingereist sind. Und in diesem Gebiet in Belutschistan gibt es Bewegungen sowohl gegen den Iran als auch gegen Pakistan. Und dieses Gebiet ist im Grunde genommen so ein Dorn im Auge beider Staaten. Und vielleicht ist das der Grund, das vermute ich zumindest, dass da plötzlich die Iraner Stärke zeigen wollten und Gebiete in Pakistan beschossen haben. Aber die Pakistaner haben doch gemacht, was sich die Israelis und die Amerikaner bisher nicht getraut haben, nämlich richtig in den Iran hineinzuschießen mit ihren Drohnen. Das ist doch schon richtig eine Provokation. Das ist eine, sagen wir mal, sehr entschlossene Reaktion, wie sie von niemandem erwartet wurde wahrscheinlich. Und dass sich die Pakistaner das getraut haben, hängt, glaube ich, auch tatsächlich damit zusammen, dass Pakistan eine Atommacht ist und der Iran nicht, beziehungsweise noch nicht. Ja, was geht denn nun auf die Nerven beider Länder, dass die sich gegenseitig da ihre Terroristen niedermachen? Ja, ich glaube, das ist es. Die beiden Staaten hängen wirtschaftlich relativ eng zusammen. Die tauschen Waren aus. Die haben einen sehr aktiven Grenzverkehr, der meistens über Afghanistan geht, weil das Afghanistan das sicherere Gebiet ist, sicherer als Belutschistan. Und ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass beide Länder sich gegenseitig vorwerfen, Terroristen auf ihrem Staatsgebiet zu unterstützen. Wie soll das weitergehen? Besteht die Gefahr der Eskalation da drin?
Also die Gefahr der Eskalation besteht, glaube ich, immer in so einer Region. Dazu kommt in diesem Falle, in beiden Ländern ist ja Staatsreligion der Islam. In Pakistan sind es allerdings die Sunniten und im Iran sind es die Schiiten. Mhm. Und die sind sich ja oft nicht grün und das war schon oft ein Kriegsauslöser, wenn diese beiden aneinander geraten sind. Das ist im Übrigen nichts typisch Islamisches. Also man darf nicht vergessen, dass jahrzehntelang zwei christliche Religionen in Irland gegeneinander gekämpft haben. Und da ist es, glaube ich, auch so, die Sunniten können ja oder halten die Schiiten ja für Ungläubige und genauso umgekehrt, obwohl sie beide Moslems sind. Ich denke mir, dass die beiden sich an einen Tisch setzen werden, miteinander reden werden. Aber ob das eine langfristige Lösung liefert, das wage ich zu bezweifeln. Solange dieses Belutschistan, was im Übrigen ungefähr die Größe Deutschlands hat, solange dieses Belutschistan nicht befriedet werden kann oder zumindest kontrolliert werden kann, halte ich das für sehr, sehr problematisch, dass diese beiden Nachbarstaaten friedlich, wirklich friedlich miteinander umgehen. Ich fand es auch sehr interessant, dass sich Peking sofort als Vermittler vorgestellt hat, auch eine Atommacht. Genau, und die Türkei, noch keine Atommacht, hat sich auch als Vermittler angeboten. Ich glaube, dass sowohl China als auch Ankara als auch die Türken wirklich Angst davor haben, dass in dieser Region sich ein religiöser Krieg entwickelt und der dann vielleicht auch auf andere Staaten abfärbt. Aber die Inder haben es ja noch eins dazu gesagt, auch eine Atommacht. Indien und Pakistan können sich ja nicht wirklich leiden, das wissen wir alle, und halten sich aber raus. Es ist aber auch keine wirklich gute Beziehung zwischen Iran und Indien. Ganz anders als zwischen Afghanistan und Indien. Die hängen inzwischen sehr eng aneinander. Indien hat 10 Konsulate in Afghanistan, man stelle sich das vor. Und ich glaube, Indien hält sich vor allen Dingen deswegen raus, damit da Afghanistan nicht weiter reingezogen wird. Weil wenn Afghanistan jetzt von außen in einen Krieg reingezogen wird, dann wäre das Chaos, glaube ich, komplett. Also eine verwirrende Situation, muss ich sagen. Absolut, absolut, Wolfgang. Dieter Hermann, vielen Dank für diese interessanten Beobachtungen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.